Ramus, das Panzergürteltier. Ramus wird von vielen idealisiert, von einigen kaum ernst genommen und ist generell ein kurioses Wesen, das voller Rätsel steckt. Er steckt in einem stacheligen Panzer, der ihn schützt, und ist Gegenstand immer weiter auseinandergehender Theorien bezüglich seines Ursprungs, die von Halbgöttern, heiligen Orakeln bis hin zum einfachen Tier, das magisch verwandelt wurde, alles abdecken. Was auch immer die Wahrheit sein mag, Ramus behält seine Gedanken bei sich und hält auf seinen Streifzügen durch die Wüste für niemanden an. Einige glauben, dass Ramus ein aufgestiegenes Wesen ist, ein uralter Gott unter Menschen, der Shurima als gepanzerter Wächter in Zeiten der Not zur Hilfe gerollt kommt. Abergläubische Leute schwören, dass er der Vorbote von Veränderung ist und immer dann auftaucht, wenn im Land ein großer Machtwechsel bevorsteht. Andere spekulieren, dass er der letzte einer aussterbenden Art ist, die durch die Lande zogen, bevor die Runenkriege die Wüste durch unkontrollierte Magie versehrten. Da sich so viele Gerüchte um seine große Macht, Magie und Rätselhaftigkeit ranken, streben viele Shurimaner danach, von seiner Weisheit zu profitieren. Wahrsager, Priester und Verrückte behaupten gleichermaßen, Ramus Aufenthaltsort zu kennen, doch das gepanzerte Gürteltier ist schwer zu fassen. Trotz allem gehen Beweise für seine Existenz bis weit in die Vergangenheit zurück und er taucht auf den ältesten Mauern shurimanischer Ruinen in bröckelnden Mosaiken auf. Seine Gestalt verziert kolossale Steinmonumente, die in den frühen Tagen des Aufstiegs erbaut wurden, sodass einige glauben, dass er nicht weniger als ein unsterblicher Halbgott ist. Skeptiker haben oft eine einfache Erklärung parat, dass Ramus einfach eine von vielen solcher Kreaturen ist. Man erzählt sich, dass er Pilgern erscheint, die sich als würdig erweisen und seine Hilfe dringend benötigen. Wer die Ehre seiner Anwesenheit erfährt, spricht von einem Wendepunkt in seinem Leben. Nachdem das Panzergürteltier den Erben eines großen Königreiches aus einem schrecklichen Feuer gerettet hatte, gab der Mann seine Stellung auf und wurde ein Ziegenbauer. Ein ältlicher Steinmetz wurde von einer kurzen, doch tiefgründigen Konversation mit Ramus dazu inspiriert, einen riesigen Marktplatz zu errichten, der das wuselnde Herz von Nashramel wurde. Da Ramus Ratschläge auf den Pfad der Erleuchtung führen können, veranstalten hingebungsvolle Gläubige aufwendige Rituale, die die Gunst ihrer Gottheit sichern sollen. Die Jünger des Kultes, der Ramus gewidmet ist, zeigen ihren unerschütterlichen Glauben in einer jährlichen Zeremonie, im Zuge derer sie ein berühmtes Rollen nachahmen und in Gruppen Purzelbäume schlagend durch die Stadt rasen. Jedes Jahr wandern tausende Shurimaner auf der Suche nach Ramus durch die verräterischsten und entlegensten Ecken der Wüsten, da viele Lehren besagen, dass er demjenigen, den er als würdig betrachtet, genau eine Frage beantwortet, wenn er oder sie ihn finden kann. Die Pilger kennen seine Vorliebe für die Leckereien der Wüste und wappnen sich mit Gaben, die sein Wohlwollen sicherstellen sollen. Ihre Maultiere sind vollgepackt mit Flaschen voller süßer Ziegenmilch, Kisten voller in Wachs versiegelter Ameisenkolonien und Gläser voller Honigwaben. Viele kehren nie aus den Tiefen der Wüste zurück und noch viel weniger können von dem Halbgott berichten, obwohl Reisende oft erzählen, dass ihre Rucksäcke auf mysteriöse Weise all ihrer Fressalien beraubt waren, wenn sie des Morgens erwachten. Ganz gleich, ob er nun wirklich ein weises Orakel ist, eine aufgestiegene Gottheit oder ein kräftiges Tier, Ramus ist auf jeden Fall für seine unglaubliche Ausdauer bekannt. Er konnte in die uneinnehmbare Festung von Siram eindringen, ein imposantes Bollwerk, das von einem wahnsinnigen Zauberer erschaffen worden war. Das Gebäude enthielt angeblich unaussprechliche magische Schrecken. Grauenvolle Bestien, die bis zur Unkenntlichkeit mutiert waren, in Flammen getauchte Korridore und enge Tunnel, die von düsteren Dämonen bewacht wurden.
Es dauerte nicht einmal eine Stunde, bis die gigantische Festung einstürzte und eine riesige Staubwolke produzierte, während Ramos davonrollte. Niemand wusste, warum Ramos durch das dunkle Tor getreten war oder welche Geheimnisse er innerhalb der Basaltmauern des Bollwerks erfahren hatte. Im Jahr der großen Flut überquerte er den riesigen See von Imali in nur 2 Tagen und grub sich mehrere Meilen tief in den Boden, um einen riesigen Ameisenhügel zu zerstören und die Königin zu töten, deren Töchter das Ackerland in der Nähe verwüstet hatten. Manchmal erscheint er auch als mildtätiger Held, als einfallende noxianische Kriegsbanden eine Siedlung im Norden von Shurima angriffen, taten sich die zersprengten Stämme zusammen, um das Gebiet unter dem Tempel des Aufgestiegenen zu verteidigen. Sie stellten für die Invasoren keinerlei Herausforderung dar und die Schlacht war so gut wie verloren, als Ramos sich in den Kampf stürzte. Beide Seiten waren so perplex darüber, die seltene Kreatur zu Gesicht zu bekommen, dass die Schlacht zum Stillstand kam, als sie ihn zwischen sich hindurchrollen sahen. Als Ramos an dem hochragenden Tempel vorbeikam, erzitterte das Fundament des Gebäudes und riesige Steinblöcke stürzten auf die feindliche Armee herab und begruben viele ihrer Krieger unter sich. Da sie sich nun in der Unterzahl wiederfanden, zog sich die Armee unter den freudigen Rufen der Shurimaner zurück. Während viele darauf schwören, dass Ramos die Stadt aus Liebe zu Shurima gerettet hatte, argumentieren andere, dass er einfach nur das Gebiet verteidigte, in dem seine liebsten Kaktusblumen wuchsen. Mindestens ein Stammesangehöriger behauptet, dass Ramos einfach nur im Schlaf herumgerollt war und keinerlei Absichten hatte, den Tempel zum Einsturz zu bringen. Was auch immer der Wahrheit entspricht, die Geschichten über Ramos werden von den Shurimanern wie Schätze gehütet. Jedes shurimanische Kind kann ein Dutzend Theorien auf die Frage zu seinem Ursprung herunterrattern, wovon es die Hälfte höchstwahrscheinlich an Ort und Stelle befindet. Die Erzählungen über das Panzergürteltier haben sich im Zuge der Wiederauferstehung des alten Shurima nur noch vermehrt, so wie damals kurz vor seinem Fall. Dies verleitet zu der Annahme, dass sein Auftauchen von nahenden, dunkleren Zeiten kündet. Doch warum sollte eine so gütige Naschkatze ein Zeitalter der Zerstörung einläuten?